Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir sind wach und ich ziehe jetzt gerade die Betten ab. Oder was heißt Betten? Das Bett ziehe ich gerade ab. Und ja, dann geht's für uns nach Düsseldorf, weil wir müssen zwei Kleider besorgen bei I'm Yours. Die bekomme ich ausgeliehen für ein Shooting. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was für ein Shooting. Genau, und da fahren wir jetzt gleich hin, der Tobi und ich zusammen. Und dann werden wir auch noch jetzt gleich irgendwo uns was zum Frühstücken holen. Ja, heißt jetzt erstmal Betten abziehen und kurz Wäsche ansetzen. Und dann mache ich mich noch so ein bisschen zurecht. Und dann geht's los. Heute 26 Grad, die ganze Woche mega geiles Wetter und ich renne rum mit Sonnenbrand. Ich wollte noch mal kurz was dazu gesagt haben. Ich habe natürlich so Quark drauf gemacht und sowas. Das ist schön zum Kühlen. Ich habe aber ganz viele Nachrichten auch bekommen auf Instagram, dass es gar nicht so gut sein soll. Lieber Aloe Vera oder sowas drauf machen oder bei der Apotheke mal fragen. Also bitte erkundigt euch da auch ein bisschen. Ich war nämlich dann auch so ein bisschen verwirrt und so, soll ich jetzt Quark drauf machen? Soll ich es nicht drauf machen? Weil voll viele haben geschrieben, mach Quark drauf. Dann haben wieder voll viele geschrieben, auf gar keinen Fall, wegen Bakterien und Milchsäure oder sowas. Auf jeden Fall hat es gekühlt, aber es hat jetzt nicht die Röte genommen oder sowas. Ich habe leider nach wie vor noch, also hier geht es tatsächlich, aber ich habe jetzt auch eine Radlerhose angezogen, weil ich kann nichts drüber ziehen und es ist schweineheiß. Ihr seht es, also ich habe richtige, richtige Flecken. Also meine Beine sehen wirklich furchtbar aus, wie ihr sehen könnt. Die sind feuerrot. Ich habe auch das Gefühl, dass das viel langsamer heilt, als wenn ich nicht schwanger bin. Ja, ich habe die jetzt fett eingecremt, einmal mit einer After Sun und danach habe ich jetzt nochmal richtig fett 50 plus Sonnencreme draufgegeben. Vielleicht wechsle ich gleich auch noch mein Outfit. Ja, aber es ist echt krass, dass das auch so fleckig ist, ne? Ich hoffe, es bleibt nicht so als Pigmentstörung. Ja, müssen wir jetzt einfach mal schauen. Aber es ist echt komisch, dass das so komisch fleckig ist. Auch hier an der Brust und so. Ja, blöde Sache. Also wie gesagt, ich habe mich eingecremt, sogar mehrmals. Ich bin nicht ins Wasser gegangen. Ich habe meinen Bauch zum Beispiel alle 15, 20 Minuten eingecremt und da ist überhaupt nichts. Die Beine habe ich halt alle und Oberkörper halt alle Stunde eingecremt. So, also ne, ich lag halt 4, 5 Stunden in der, nicht mal wirklich richtig in der Sonne. Ich habe sogar mich teilweise in den Schatten schon gelegt. Ja, also man lernt draus. Hab den Fehler gemacht, also passt bitte auf, wenn ihr schwanger seid. Ja, jetzt mache ich mal hier die Betten. Ich bin gerade so mit mir am Struggeln, Leute. Jetzt habe ich hier das hier angezogen. Das ist wieder mal ein bisschen länger. Aber es ist auch wieder zu kurz. Ich glaube dann, weil meine Arme sind auch gut eingecremt und sollten jetzt nicht unbedingt knallerot werden. Heißt, ich wollte eigentlich auch was, was hier oben geschlossen ist. Aber ich habe nichts und mir sind die Beine ein bisschen wichtiger, weil die mehr verbrannt sind. Also ziehe ich jetzt das Kleid an, weil das geht auf jeden Fall bis nach ganz unten. Ist halt scheiße, ne? Wenn die Temperaturen so warm sind. Das ist einfach Horror. Heute sollen es 28 Grad werden. Da schwitze ich mir eh einen schon ab, weil ich eh schon Hitze habe wegen der Schwangerschaft. Ja, heißt, dann wird es heute dieses schöne Teil hier und ja, hier creme ich mich jetzt nochmal gut ein und nehme mir noch ein Jäckchen mit, was ich drüberlegen kann, falls wirklich irgendwie wir krass in der Sonne rumlatschen sollten. Aber Beine sind wenigstens ein bisschen besser bedeckt als mit dem oder dem roten. So, wie ihr sehen könnt, ich habe noch ein T-Shirt drüber gezogen, damit ein bisschen noch, ja, doch irgendwie Arme, Brust, Schulter, whatever geschützt ist. Wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen und jetzt geht es kurz in den Laden und dann... Was machst du dort? Da hole ich die Kleider. So. Ja, ja, ich weiß. Ja. Auf jeden Fall ist das erstmal für dich, dass du in ein Brautladengeschäft gehst, ne? Ein Brautladengeschäft? Ja, I'm Yours ist Brautladen. Da bin ich heute perfekt angezogen, so als Bräutigam. Ja. Ich habe letztens noch zu Tim und Anna gesagt, ich würde voll gerne nochmal heiraten. Liegt's an dir, Schatz. Geh nochmal auf die Knie. Ich kann nochmal so eine Party machen. Ja, kann man ja mal machen. Musst du nur nochmal auf die Knie gehen. Nein, Spaß musst du nicht.
Können wir aber wirklich eigentlich nochmal machen. Einfach so eine Reunion-Party. Ja, heiraten sowieso. Guck, da ist der Laden. Und hier haben wir Capital Bra gesehen. Da saßen Nina und ich da drin, als er hier lang gehopst. So la 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 la. Bratan, ich krieg nur Safari. Jawohl. Du isst erstmal ein Macaron. Du trinkst auch ein. Du hast schon einen. Nein, super. Auf gar keinen Fall. Dankeschön. Du hast verloren gegangen. Ja, also Maren hat ein bisschen was ausgesucht. Das wird sie jetzt gleich mal anziehen. Vor unserer Hochzeit in Las Vegas. Ach so, ja? Nicht? Heiraten wir in Las Vegas? Nicht? Okay. Machen wir nochmal. Na dann. Es ist für den Strand, es ist zu, ich weiß nicht, mit den Perlen. Es ist zu, für den Strand, es ist nicht so, weißt du, was ich meine? Weil es ist nicht zu luftig. Ja, genau. Also es ist nicht luftig genug, das meinte ich. Auch so das mit den Perlen und so, ich glaube, das ist zu elegant für den Strand. Weil ja, ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass man vielleicht so ein bisschen Bein sieht. Ja, aber ja, jetzt gerade. Ja, hallo Dean und David. Guten Schnuten. So, es gibt Salat und eine Crunchy Bowl ohne Crunchy für Tobi mit Doppelchicken und so Zeugs halt drin. Und es ist super Reis, warm. Mango, Edamame, Granate, ja. Apfelkerne, Tomate. Genau. Wollten jetzt eigentlich den Schirm da aufmachen, aber funktioniert nicht. Die sind kaputt. Natürlich sehr praktisch. Es ist nämlich gerade sehr, sehr warm und ich sitze jetzt Gott sei Dank mit dem Rücken zur Sonne, aber ne, ich muss jetzt nicht auch noch am Rücken Sonnenbrand kriegen, deswegen essen wir jetzt auch ein bisschen schneller und dann habe ich jetzt gleich eine, wie soll man sagen, also ich habe blöderweise Silbershampoo verwendet. Das hatte allerdings mir mein Friseur gesagt. Sie meinten, hey, du kannst auf jeden Fall deine Haare mal mit Silbershampoo waschen. Das habe ich gemacht, bloß Extensions nehmen leider sowas immer ein bisschen besser auf als meine eigenen Haare. Jetzt haben wir dann einen richtigen Farbunterschied drin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir fahren jetzt mal spontan zu Dashi und fragen mal kurz, ob der da was machen kann. Ja, aber jetzt wird erstmal gegessen. Yummy und so schöner Tag. So ein schöner Sommer in Deutschland, muss man wirklich mal sagen. Ja. Richtig angenehm. Ich freue mich. Jetzt noch mal im Garten. Ja, das wäre jetzt schön gewesen, wenn das Haus jetzt schon fertig wäre. Aber egal, haben wir was, worauf wir uns noch mehr freuen können. So, ihr Lieben. Hallo Finn. Hallo mein Schatz. Hallo. Ich mache jetzt Daily. Tobi ist gerade los, weil wir haben gerade einen Anruf bekommen. Und zwar ist mein Auto fertig. Mein Auto fertig. Mein Auto, meine Autoschilder für mein neues Auto sind da. Und das hole ich morgen ab. Heißt, morgen bekomme ich mein neues Auto und freue mich da sehr drüber. Wir haben das jetzt schon mal erwähnt. Wir haben das VIP-Leasing bei Mercedes und ich habe mir ein neues Auto ausgesucht für unseren kleinen Buben. Natürlich wäre die A-Klasse auch vollkommen in Ordnung gewesen, aber da ist es einfach so, dass man sich jedes Jahr ein neues Auto aussucht und dadurch, ich hatte eigentlich eins zusammengestellt, aber durch Corona ist das alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, habe ich jetzt gesagt, okay, dann nehme ich den Wagen, der morgen abgeholt wird. Also, morgen haben wir ein neues Auto und das ist dann das Auto für unseren kleinen Schatz. Und für viele, viele andere. Ne? Also theoretisch ja, wird es ein sehr großes Auto werden. Zeige ich euch aber morgen alles und erkläre euch alles. Ich war übrigens gerade eben spontan noch mit dem Tobi beim Friseur. Ihr könnt es vielleicht jetzt wieder sehen. Also jetzt gerade sind die Haare ein bisschen angepasst worden wieder. Ja, ich habe ja Silbershampoo verwendet. Und irgendwas ist da schief gelaufen. Also die Wendy hat es mir auch gesagt gehabt, Maren, benutzt mal Silbershampoo ab und zu, dann kriegen deine Haare nicht so diesen Goldstich, sondern bleiben so ein bisschen kühler. Und ja, irgendwas ist schief gelaufen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war es. Und jetzt haben wir sie ein bisschen wieder repariert, aber ich muss trotzdem noch mal hin zur Abmattierung. Ja, und jetzt wird, Achtung, du sitzt etwas blöd, Schatzi. Ich weiß, du saßt zuerst hier, aber die Mutti muss hier auch hin. Ja, und ja, war ein super erfolgreicher Tag.
Und jetzt wird noch Daily gemacht und Tobi wird jetzt gerade mein Auto noch waschen, fahren und von innen ein bisschen sauber machen. Und dann ja, ist der Tag schon wieder rum. So schnell geht das Ganze hier. So, ich koche gerade. Und zwar gibt es heute Pesto. Ja, ich habe ein richtig geiles Rezept. Und zwar war das nämlich von Anna und Kat, beziehungsweise Anna hat das mal gemacht. Ist ein Thermomix-Rezept, ganz simpel, Cashew-Basilikum-Pesto. Problem nur, weder getrockneten Basilikum noch frischen Basilikum haben wir gerade bekommen, deswegen wird es jetzt ein Cashew-Pesto. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem und ja, das wird gerade zubereitet. Leute, ich bin K.O. einfach. Ich kann nicht mehr. Trinke hier gerade ein bisschen Wasser mit einem Schuss. Apfelschaft, genau, sehr gut. Ich werde jetzt einfach, ich glaube, ich habe hier noch Basilikum, ein bisschen reinmachen. Ja, sollte passen. Und dann noch Paprika und habe ich nicht hier noch? Ist das nicht Basilikum? Nee. Ja, und dann noch Pfeffer, genau. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on. Ja, also Pesto ist okay. Nee, es ist gut. Es schmeckt wirklich gut. Ja, der frische Basilikum fehlt halt, finde ich, voll. Dankeschön. Tobi gibt noch Like. Wie heißt sie hier? Nussret. Nussret, noch ein bisschen Salz ins Gericht. Ja, also der Basilikum fehlt halt voll. Aber ansonsten schmeckt's. Wow, meine Augenbrauen sehen ja gerade richtig schwarz aus. Ja, ich habe jetzt gerade, ich muss noch ein bisschen nachgehen, ich habe jetzt gerade meine Augenbrauen hiermit wieder gefärbt. Ich habe vorher immer, glaube ich, Light Brown oder Dark Blonde, ich weiß es jetzt gerade nicht, auf jeden Fall die hellste Farbe genommen. Und jetzt habe ich mal Medium genommen, weil mir das irgendwie immer zu hell noch war. Jetzt probiere ich es mal aus. Und ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier höher muss, keine Ahnung. Ich gucke mal, dass jetzt noch ein bisschen hier rum bastel und dann mache ich das gleich ab und dann zeige ich euch noch das Ergebnis. Du musst mal gucken oben auf dem Schrank. Wo Schrank? Ja, in von diesen Dingern, ob das drin ist. So Leute, ich habe es abgemacht. Süß. Wenn der Mann zu klein ist. Schatz, nicht wehtun. Okay, jetzt. Ist das süß? Ich kann auch sein, dass es nicht da drin ist. Ich weiß es nicht. Bitte vorsichtig. Aber es ist schon süß, wie du das gerade versucht hast und es nicht geschafft hast. Doch, guck, da ist schon mal das Bettzeug drin. Ja, Leute, auf jeden Fall, meine Augenbrauen sehen so aus. Ein bisschen dunkel. Ich glaube, es ist mit. Das Lachen? Ich muss gucken. Ja. Ist es das wirklich? Ich glaube ja. Ich hasse diesen Begriff, ich glaube. Also ich glaube tatsächlich, die andere Farbe gefällt mir besser. Das ist mir ein bisschen zu dunkel, oder? Nein, ich finde das perfekt. Hier ist noch ein Laken. Findest du das echt gut? Ja, hier ist noch ein Laken. Ja, das ist, glaube ich, eher das Laken. Ja, so sieht es aus. Okay, auf jeden Fall ist jetzt gerade gar nichts auf den Augenbrauen drauf. Außer diese Farbe. Ich zeig den Leuten mal was. Achtung. Ich habe was gekauft. Eigentlich ist das für unseren Kleinen irgendwann mal. Aber bis der das checkt. Ja, ist kaputt. Wie ist kaputt? Oh, boah, Junge, Junge, Junge. Und zwar guckt euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Ich gucke sie in die Schublade, ich denke mir so, Alter, was ist das? Mach was an. Man sieht Schatz leider nicht die ganz kleinen Punkte. Ist auf jeden Fall wie ein schöner Stern. Ja, wir lagen eben so. Es sieht aus wie König der Löwen. So. Weißt du, was Martin gleich sieht? Das. Toll, danke. So, auf jeden Fall, ja. Jetzt geht das wieder los.
bin ich ganz happy, aber ich glaube, die andere Farbe gefällt mir besser. Könnt ihr mal schreiben, was ihr sagt. So Leute, meine Haare werden jetzt noch zusammengeflochten. Dadurch, dass die lang sind, müssen die auch hier flochten werden, damit da nichts verknotet. Und ja, morgen früh habe ich einen Arzttermin. Und dann hole ich ja mein neues Auto ab. Mit Tobi sehr wahrscheinlich. Und danach verbringe ich meinen Tag mit der lieben Anna. Da freuen wir uns schon die ganze Woche drauf. Oder beziehungsweise schon die ganze letzte Woche. Wir wollen nämlich zusammen ein bisschen Möbel oder beziehungsweise Accessoires und Deko shoppen. Wir bauen ja beide. Und ja, da haben wir gesagt, komm, da werden wir zusammen ein bisschen was einkaufen gehen. So, also würde ich jetzt sagen, ich schwinge mich ins Bett. Ich sage euch gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.